Damit herzlich willkommen zu unserem VHS-Format. Ich habe mit dem guten Mindfuck-Movies das gemacht. Umdrehen werde ich es nicht, weil da die Adresse drauf steht. Ich das mal auf hier. So. Ich finde, was hier aufgeht. Hier rein. Mal gucken, was sich hier drin befindet. Ja. Sperrig. Und zwar befindet sich hier drin der Film Dead Presidents. Sagt mir jetzt nichts, aber sieht schon mal interessant aus. So. An der Rückseite. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich diesen Film gesehen habe. So, dann kommen wir jetzt zur Kritik von dem Film, und zwar Dead Presidents. Hier von den Huge Brothers oder wie auch immer man es ausspricht. So, dann fangen wir an. Der Film ist aus dem Jahr 1995, hatte ein Budget von 15 Millionen Dollar und eingespielt hatte 24,15 Millionen Dollar. Die Musik ist von Danny Elfman. Regie geführt hat Alan Hughes und Albert Hughes. Als Darsteller haben wir hier einmal Laren Tate ist der Anthony Curtis, Keith David ist der Kirby, Chris Tucker ist der Skip, der ist unter anderem bekannt aus Rush Hour. Dann haben wir Anne Bush Wright ist Delijah Benson, Freddy Rodriguez ist José, der ist unter anderem bekannt aus Planet Terror. Kommen wir jetzt zur Story, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Und zwar, der junge Afroamerikaner Anthony wächst mit seinen Kumpels Skip und José in der Bronx auf. Gegen den Willen ihrer Eltern heuern alle drei Ende der 60er Jahre bei den Marines an und melden sich zum Kriegsdienst in Vietnam. 3 Jahre später kehren sie als gebrochene, untraumatisierte Männer nach Hause zurück und versuchen ihr altes Leben wieder aufzunehmen. Vergeblich, denn die Zeit hat sie nicht nur, sondern auch die Gesellschaft verändert. Anfang der 70er Jahre werden Veteranen nicht mehr als Helden verehrt, sie werden als Mörder beschimpft, man meidet sie und man meidet sie. Am Nullpunkt angelangt, beschließen die Freunde, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und ihre Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Ganz so, wie sie es spätestens in Vietnam gelernt haben. Ein Überfall auf einen Geldtransporter soll die Probleme lösen und ihnen ein sorgfreies Leben bescheren. So viel zur Story. Jetzt kommen wir mal zu meiner Meinung zum Film. Also ich finde es sehr gut, hier merkt man auf jeden Fall eine sehr gute, eine deutliche Kritik an den amerikanischen Staat damals in den 70ern, dass Soldaten aus Vietnam wie Verbrecher behandelt werden, beschimpft, keinen Job kriegen und sich dadurch halt mit Kriminalität ihren Unterhalt verdienen müssen. Genau. Der Film hat eine super Musikuntermalung. Halt die Klassiker, die man aus den 60ern und 70er Jahren kennt. Eigentlich so Soul, Black Music halt. Die Kameraführung ist super. Die Darsteller sind alle überzeugend und spielen ihre Rolle sehr gut. Und besonders gut hat mir der Mittelteil gefallen, wo die in Vietnam waren. Das ist wirklich sehr gut inszeniert worden. Und auch die Dramaturgie des Krieges kommt auch gut rüber. Und am Anfang des Films wird halt, werden die Charaktere halt eben kurz eingeführt, zeigen kurz ihr Leben. Dann diskutiert der Hauptcharakter halt mit seinen Eltern, dass er unbedingt zu den Marines will. Und macht es dann schließlich auch. Und zurück. Jetzt angekommen zurück nach dem Krieg, werden sie halt verstoßen, beschimpft, sie kriegen keinen Job, dann bekommt er einen Job in der Schlachterei, der wird dann auch wieder gefeuert und dann spitzt sich halt alles zu und sie planen einen Coup. Allgemein ist der Film super inszeniert, wie gerade schon erwähnt. Hat auch sehr deftige Szenen im Mittelteil.
Abschließend kann ich sagen, kann diesen Film nur wärmstens weiterempfehlen. Es ist ein klasse, ja, Thriller, Kriegsdrama, nicht ganz, weil er ja nicht den ganzen Film im Krieg spielt, aber so auf jeden Fall ein super Film mit einer guten Message. Und hier haben wir noch eben kurz die DVD, für wen es interessiert. Die sieht so aus. Wie gesagt, mit meinen Movies habe ich das VHS-Format gestartet. Hat ja auch eine Spielfreigabe. Lässt sich wohl die Gewalt erklären. Innen sieht so aus. Ja, das war meine Kritik zu Dead Presidents. Wie gesagt, Top-Film. Nur zu empfehlen. Schaut auch gerne auf meinen Movies-Kanal vorbei. Macht echt super Videos. Super Typ. Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, die Tage kommt noch ein VHS-Format, den ich auch mit einem weiteren Movie Maniac gemacht habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Und ciao.